Es ist schon ein verrückter Anblick, wenn Kerry McLean mit seinem Monocycle durch die Straßen kurft. Das ganze Konzept des Monocycles widerspricht allen sonstigen Fortbewegungsmethoden. Ein riesiges Rad, das von innen angetrieben wird, ein Sitz wenige Zentimeter über dem Asphalt und ein bollernder Motor zwischen den Beinen. Vor 35 Jahren hat Kerry begonnen, motorisierte Einräder zu bauen. Ich habe alles in jahrelanger Arbeit selbst entwickelt und erfunden. Und es hat sich enorm entwickelt. Das erste war noch ganz aus Eisen und sehr schwer. Und Gewicht ist die falsche Richtung. Das größte Problem bei der Konstruktion ist die Reibung, die an den zwei oberen Führungsrollen und der Antriebsrolle unter dem Motor entsteht. Eine Teflonbeschichtung und eine Federung sollen diese verringern. Die Führungsrollen sind gummigelagert, wie eine Federung. Die Antriebsrolle hat auch eine Dämpfung, um Energie zu schlucken. Und auch unter dem äußeren Reifenmantel ist noch eine Gummidämpfung. Der eigentliche Antrieb des äußeren Rollrads erfolgt direkt unter dem Motor über eine Antriebsrolle aus Hartgummi. Durch das Gewicht von Fahrer und Motor bleibt der Sitz unten. Nur beim Beschleunigen rutscht Kerry nach oben. Bei Vollbremsung sitzt man auf 3/4. Allerdings sorgt die Kreiselwirkung des Rads für Stabilität. Je schneller das Monocycle ist, umso stabiler fährt es. Die tiefe, gebückte Sitzposition macht das Ganze nicht gerade entspannter. Doch echte Freaks maulen nicht. Es ist großartig. Ich fühle mich lebendig. Es ist wie ein Flugzeug. Man fliegt dieses Teil. Man denkt die ganze Zeit nach und korrigiert die Spur. Das macht echt Spaß und ist eine Herausforderung. Ich liebe Herausforderungen. Die bislang größte war der Weltrekordversuch auf einem NASCAR-Rennoval. Runde um Runde gab Kerry mehr Gas und am Ende raste er mit satten 57 Meilen, also 91 km/h durch die Lichtschranke. Weltrekord. Das erste kleine Modell war noch mit einem 250er Motorradmotor ausgerüstet. Jetzt folgt das 3,5 Liter V8 Monster. Das Plus an Gewicht und Leistung sorgt für mehr Fahrspaß, ist aber auch deutlich schwerer zu lenken. Wegen des schweren V8-Motors gibt es zwei Arten zum Lenken. Einmal die mechanische Gewichtsverlagerung des Motors und von meinem Körper und die zweite sind die beiden hinteren Windruder. Carsten Bebler von der DEKRA ist von der Technik des Monocycles beeindruckt. Eine TÜV-Plakette für deutsche Straßen würde der Ingenieur dem Monocycle aber nicht so ohne weiteres aufkleben. Ja, das dürfte an der Stelle etwas schwierig werden. Ganz einfach, weil es natürlich für so ein Gefährt keine Prüfungen gibt und weil im Wesentlichen hier der Sichtwinkel eingeschränkt ist. Das heißt, man kann hier nicht uneingeschränkt nach vorne schauen und das entspricht auf jeden Fall so nicht der STVZO. Solche Probleme kennt Kerry aus den USA nicht. Dort darf er ungestört Gas geben in seinen spektakulären Monocycles.